3, 2, 1, Stopp! Und jetzt ist es passiert. Es leuchtet. Ach, es ist doch schön. Ja, die Lichterwelt hat ihre Fans. Zweibeiner, Vierbeiner und Leuchtbeiner. Tata! Wir sind ja bei der Lichterwelt, ne? Von oben ein Traum. Und von unten? Herzerwärmend. Ich bin in Magdeburg auf der Suche. Nach den schönsten Lichtobjekten und nach Plätzen zum Aufwärmen, wo es, Augen auf, übrigens auch leuchtet. Leuchtkunstobjekte innen und außen. Ich nehme euch mit auf einen Abend voller Lichtblicke. So, liebe Hinreisend-Gemeinde, jetzt wohne ich schon so viele Jahre in Magdeburg und ich habe es noch nicht einmal geschafft, wirklich zur Lichterwelt zu gehen. Ich bin mit meinen Jungs immer am Weihnachtsmarkt hängen geblieben, was ja auch schön ist, aber nur die Lichterwelt einen ganzen Abend, das gab es bis jetzt noch nicht. Das passiert heute. Heute habe ich mir freigenommen. Aber was soll ich euch sagen? Die Mutti hat Knie. Ja. Geradeaus laufen geht, Treppen sind schwierig. Ich bin ein bisschen instabil, aber nicht ohne Humor. So, wartet mal, wo ist es? Tata? Tata! Wir sind ja bei der Lichterwelt, ne? Da muss man ja ein bisschen was zeigen. Genau, ich lasse mir den Spaß nicht nehmen. Und da bin ich nicht die Einzige, denn die Lichterwelt, die ist was für Familien und Freunde. Woher kommen Sie? Hallo, aus Halberstadt. Extra hierher jetzt? Genau, ich habe heute Geburtstag, darum, ja. Happy Birthday, lieber André. Happy Birthday to you. Ich freue mich sehr, dass Magdeburg das für mich macht, ja. Oder? Ja, vielen Dank. Von wo kommen Sie denn? Aus Quedlinburg. Extra deshalb hierher? Mhm. Ja, mit dem 49-Euro-Ticket bietet sich doch an. Darauf erstmal was Heißes für mich und das Team. Kinderpunsch oder Glühwein, die Versorgung auf dem Domplatz ist garantiert. Und gleich noch ein bisschen Content für Instagram, für die Family zu Hause. Lichterwelt ist Selfie-Zeit. Drei Glühwein hochkant, das kriege ich hin, weil. Hier. Ach. Stopp. Wenn man die Tasse so hält, dann ist das so richtig schön verschwommen. Das sieht voll schön aus, so im Hintergrund. Na dann, Prost, Mahlzeit. Also das war doch schon mal sehr schön für den Anfang. Wir haben uns auch zu einer Führung angemeldet, die geht gleich los. Das heißt gleich, naja, in einer halben Stunde. So lange will ich aber nicht warten. Da ist doch noch Zeit für einen kleinen Museumsbesuch. Das ist auf alle Fälle etwas wärmer als hier. Ein Gang ins Kunstmuseum lohnt sich ja immer, erst recht, wenn es im ältesten Bauwerk Magdeburgs ist, im Kloster unserer lieben Frauen. Hier leuchtet es auch, die Friedenstauben in den Türmen. Eintritt kostet 8 Euro und wer jung ist, zahlt gar nichts. So, und was sehen wir aktuell? Eine Fotoausstellung des gebürtigen Magdeburgers Ulrich Wüst namens Haltepunkte. Na, das passt doch in den Ablauf des Abends. Mal sehen, ob noch was leuchtet. Jawohl, in der Dauerausstellung. Und schnell noch einen Blick in die Klosterkirche. Da war ich seit der Sanierung auch noch nicht wieder drin. Und ich liebe ja Deckengewölbe. Da muss natürlich ein Foto her. Die Führung geht gleich los, also wieder raus zur Lichterwelt. Die mit 1,2 Millionen LEDs, 100 Kilometer Lichterkette, 80 Großobjekten, 320 geschmückten Laternen und 500 Kugeln punkten kann. Ja, und welche Leuchtskulptur gefällt euch denn am besten? Schreibt's einfach in die Kommentare. Vielleicht finde ich ja meinen Lieblingsplatz bei der Führung. Ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen der Tourismusinformation begrüßen, deren Auftrag ich das hier mache. Tourguide Michael Schenk weiß vieles, zum Beispiel wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist, nämlich ganz ohne Josef. Ja, das Leben ist eine Rutschpartie. Für 7 Euro und 5 Euro ermäßigt werdet ihr eine Stunde übers Glatteis geführt. Wo kommt ja, ihr? Aus Weißenfels. Aus Weißenfels. Wir wollen doch mal gesagt haben, Herr Fuhrmann, die Kamera ja noch gar nicht an, als wir alles schon ausgetauscht haben. Direkt aus Weißenfels. Ja. Und einfach jetzt hier nach Magdeburg wegen der Lichterwelt oder habt ihr noch einen anderen? Wegen der Lichterwelt. Und wir kennen Magdeburg als unsere Landeshauptstadt überhaupt noch nicht.
Und da wollten wir es mal ein bisschen kennenlernen. Da habt ihr euch diese Temperaturen ja ausgesucht. Ja, genau. Und wir sind auch wetterfest angezogen. Wer nicht laufen will, es gibt auch Touren mit dem Doppeldeckerbus. Aber da kommt man natürlich nicht so nah an die Leuchtobjekte heran. Das war ursprünglich konzipiert auf etwa 10 Jahre. Das ist so die Lebensdauer der LEDs, die dann aber dunkler werden. Die werden aber wieder immer wieder repariert. Die werden ja im Winter eingelagert. Man braucht fast 4 Wochen mit 8 Personen, um das alles hier aufzubauen. Auch in den Stadtteilen gibt es ja mittlerweile große Elemente. Und dann erfahren wir natürlich alles über den berühmten Halbkugelversuch von Gericke, der 2 zusammengefügten Halbkugeln die Luft entzog, sodass selbst Pferde sie nicht auseinanderbekamen. Vakuum. Weiter durch den Palisadengang, genau an der Stelle, wo im Sommer Wasserspiele plätschern, die an gotische Gewölbebögen erinnern. Und dann die Werbemaßnahme für Magdeburg. Die gesamte Gruppe hier kommt ja von auswärts und hat ein Herz für Magdeburg. Ach, was rede ich, alle lieben die Stadt. Schön zu Hause rumzeigen. Wäre ein schönes Schlussbild, ist es aber nicht. Da kommt noch was. Zum Beispiel nackte Tatsachen am Pfauenbrunnen in der Leiterstraße, die übrigens nichts mit einer Leiter zu tun hat. Ja, hört, hört. Leiterstraße ist abgeleitet von den Lederern, die Lederer. Hier war das Zentrum der Lederherstellung. Und jetzt mein bisheriger Höhepunkt, Telemann. Der Star der Barockmusik, ein verdienter und damals schon gut verdienender Sohn der Stadt. Ihm zu Ehren gibt es sogar einen Brunnen mit Barockmusik. Und dieser Mistelzweig hier ist ein Gruß aus Amerika. Das ist das, was die Firma Intel der Stadt Magdeburg geschenkt hat. Die Frage ist immer, kommt Intel oder kommt sie nicht? Ja, mal sehen. So, also die Führung hat ja jetzt ein Ende. Der Abend noch nicht. Ich habe noch nicht genug von Magdeburg bei Nacht. Ich habe noch ein paar leuchtende Tipps für euch. Wenn ihr zum Beispiel einen schönen Blick von oben auf die Lichterwelt haben wollt, dann könntet ihr eine Führung in der grünen Zitadelle machen. Aber ich will jetzt ins Warme. Und was leuchtet da? Das Gewächshaus fußläufig zum Domplatz. 21 Grad, ja. Da kommen wir langsam wieder in die Temperaturregion, wo ich mich einigermaßen wohlfühle. Und zu sehen gibt es auch viel gefährliche Tiere. Jede Menge Grün und das alles für einen mehr als fairen Eintrittspreis. 3 € für Erwachsene und 2,50 € für Kinder. Und schaut für Führungen und Sonderveranstaltungen unbedingt auf die Website. Hier werden auch nächtliche Führungen angeboten. Mit Taschenlampe. Auch schön, oder? Und was leuchtet hier so bunt extra für die Lichterwelt? Könnte man meinen, nein, die leuchten immer. Gleich neben den Fischen Frösche. Auch bunt und giftig. Ganz im Gegensatz zu diesem hier. Ha, das wird mein Liebling des Abends. Man darf auf jeden Fall selbst kein Frosch sein nachts im Rotehornpark. Es ist einsam. Kein Mensch weit und breit. Und wo wir schon mal in Elbnähe sind, auch hier leuchtet Magdeburg ja. Immer wieder schön, die historische Hubbrücke, die hat ein gemeinnütziger Verein für die Magdeburger begehbar gemacht. Und auch hier Leuchtkunst. Von hier aus noch viel weiter fließt nämlich die Elbe Richtung Nordsee. Und von so weit bis hier ist sie schon geflossen. So nun aber ab zur Eisbahn, da hoffe ich auf Menschen, da ist ja eigentlich immer was los. Und es ist kurz nach 9 Downtown Magdeburg. Und was hätte ich drum gegeben, euch einen doppelten Axel, einen dreifachen Rittberger oder eine Bielmann-Pirouette aufs Eis zu zaubern. Aber es ist zu. Montag bis Donnerstag nur bis 21 Uhr geöffnet. Am Wochenende eine Stunde länger, immerhin. Aber naja, mein Knie hätte mich wahrscheinlich jetzt eh dran gehindert. Da wir schon mal in der Ecke sind, hier steht das Flugzeug von Flugpionier Hans Grade, der 1908 seinen ersten Motorflug hatte auf einem Magdeburger Acker.
Das Rathaus präsentiert sich im, ja, Schneeflockenhagel. Und auch die gegenüberliegende Johanneskirche macht im Dunkeln echt was her. Und der Weihnachtsmarkt, der leuchtet an diesem Abend in stiller Beschaulichkeit. Die Kinder sind schon alle im Bett. Magdeburg kommt wochentags ohne Remi Demi aus. Hier liebt man, so scheint es, die leisen Töne. Womit wir nun am Ende des breiten Weges angelangt wären. So, jetzt sind wir hier am Opernhaus angekommen. Unschwer zu erkennen, die Musen. Musikinstrumente. Und das begrenzt ja hier so ein bisschen diesen Innenstadtbereich. Wem das aber noch nicht reicht, der kann natürlich auch in den äußeren Bezirken von Magdeburg noch Leuchtobjekte finden. Dazu kann man sich dann in die Straßenbahn setzen, so jetzt eine kommen würde. Und zum Beispiel im Herrenkrug ein Rennpferd anzuschauen. Oder in Ottersleben einen Otter oder in Reform eine kosmische Ansammlung von Leuchtobjekten. Und dann gibt es noch einen Inbusschlüssel eines Möbelhauses. Einmal dürft ihr raten, was damit gemeint ist. Natürlich ist die Straßenbahn auch ein Teil der Lichterwelt. Hier die sogenannte Strahlebahn. So, und vor dem Bahnhof noch mal schnell gucken, wie die Stadt ja eigentlich heißt, in der man den ganzen Abend frierend unterwegs ist, falls einem das nach zu viel oder halt ohne Glühwein schon entfallen sein sollte. Magdeburg. Und da kann man sich doch einfach nur freuen, oder? Den Glühwein übrigens gibt's hier fast überall für 3,50 Euro. Ohne Schuss, Winzerglühwein kann teurer werden und Kinderpunsch gibt's schon ab 3 Euro. Das hier ist ein neues großes Lichtobjekt, das Portal zur Ulrichskirche, die hier stand und nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde. Ja, bei der Lichterwelt ist man eben auch auf Geschichtskurs. Die sogenannten Stalin-Bauten illuminiert, sozialistischer Klassizismus. Und ja, nicht alles, was da leuchtet, gefällt mir. Es gibt schon gewisse Kitschkomponenten, aber im Ganzen betrachtet leuchtet es doch wunderschön, vor allem von oben. Da hat man den Eindruck, Magdeburgs breiter Weg ist der Broadway und der Times Square ist auch nicht weit. Ja, diese Lichterwelt Magdeburg, die hat es schon in sich, aber es ist nicht das Einzige, was so leuchtet in Mitteldeutschland und darüber hinaus. Ja, es gibt noch das Winterleuchten auf der Eger in Thüringen oder der Berg zu Halle. Der hat ja auch ganz schöne Lichteffekte gesetzt. Da gehen die Leute ja auch gerne hin. Falls ihr noch irgendwelche anderen Empfehlungen habt, wo es wunderbar leuchtet in dunklen Jahreszeiten, dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin jetzt wieder auf dem Domplatz und trotz der späten Stunde nicht allein. Hier, wer bist du denn? Das ist der Tamo. Tamo, komm mal hier. Der war letztes Jahr auch schon hier und freut sich. Hanna? Und ab. Auf alle Fälle ein Fan der Lichterwelt, die übrigens 24 Stunden täglich leuchtet. Also eins muss man ja schon sagen, ja, diese Lichterwelt Magdeburg ist kein Marketing-Vakuum, sondern ein touristisches Zugpferd. Jawohl, wir stehen ja nicht umsonst hier vorm Halbkugelversuch von Gericke. Die Lichterwelt gibt es weit über den Weihnachtsmarkt hinaus. Den ganzen Januar über bis Anfang Februar kann man sich an diesen vielen LED-Lichtpunkten erfreuen. Ich kann es nur ans Herz legen, es ist echt eine schöne Sache. So, und wenn ihr noch mehr Lust auf Hinreisend habt, kann ich euch nur die beiden Filme hier ans Herz legen. Vor allen Dingen den aus Halle. Halle ist ja auch eine schöne Stadt.